So, willkommen zu meinem ersten Let's Play zu Prince of Persia, der SNES-Version aus dem Jahre 1992. Nein, das ist... Ja, es ist ein Scherz. Natürlich mache ich jetzt noch ein Let's Play zum gleichen Spiel. Nein, dieses Video hier soll... ja... Ich habe euch ja am Anfang gezeigt, dass es Training gibt, aber ich meinte ja, dass es unsinnig sei, weil wir können ja gleich mit dem Spiel anfangen. Aber ich mache jetzt ein Video, so eine Art Zusatz zum Let's Play, spiele das Trainingslevel, wir blicken nochmal einigermaßen zurück und ich verrate für euch einiges über zukünftige Let's Plays. Ja. Training. Ja. Ja, Training 1. Schauen wir auf die Zeit. Training, es gibt keine Zeit. Ja, das ist der Kerker. Mir fällt dazu nur der Begriff ein, Back to the Woods. Ja, oh, wir können darüber nur lachen. Nachdem, wenn ihr das gesehen habt, was ich im... Naja, im... Palast. Also im Level 19 vor Jafar und bei Jafar erlebt habe. Ja, darüber können wir jetzt hier nur lachen. Das ist einfach nur ganz einfach. Ja, ganz einfach, super. Und ich will ja schon leben. Ja, super. Ja. Okay. Na, nicht Level 1, sondern Training 1 gemeistert. Okay. Ja. Training 2. Zeit gibt's nicht. Ja, das ist das zweite Dungeon aus dem Spiel. Okay, jetzt reden wir erstmal. Wir müssen reden. Keine Angst. Also, mir geht's darum, ich möchte euch nur zeigen, was für Let's... nicht zeigen, sondern erzählen, was für Let's Plays ich vielleicht machen werde. Also, nach Prince of Persia. Ich will mich nicht an Prince of Persia 2 ranwagen, weil ich das noch nicht mal durchgespielt habe. Das Spiel ist einfach sau schwer. Mann. Also, das, ich. Ah, ich. Nein. Prince of Persia 2, vergisst es. Vergisst es. Prince of Persia 3D, das wäre möglich. Ist aber noch nicht sicher, ob ich darauf Lust habe. Aber eins ist sicher, das werde ich machen. Und zwar, Prince of Persia, The Sands of Time Trilogie. Ja, die werde ich machen. Die neuesten, das ist ja nicht mal die neuesten 3D-Teile, aber diese Trilogie werde ich dann spielen. Ja, aber davor, da gab es 1994, ja, von einem Russen, bevor man noch Prince of Persia 2 bekommen hat, da haben wir das bekommen, und zwar ein inoffizielles Prince of Persia 1 von einem Russen, den Namen weiß ich immer noch nicht, 1994, und zwar Prince of Persia 4D. Ich habe es ja angesprochen in meinem Let's Play. Das ist einfach Prince of Persia 1 in noch einem größeren Schwierigkeitsgrad. Also schon Level 1 ist schwer. Ja. Hab das Spiel noch nie durchgespielt. Prince of Persia 4D. Also, ich kann das auch nicht garantieren, aber ich werde mich daran wagen. Das auf jeden Fall. Ja. So, ja, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug als Click-and-Point-Adventure, das könnte ich mir vorstellen, ja. Ich habe es schon einmal durchgespielt, das könnte ich sehr wohl als Let's Play machen. Indiana Jones und The Fate of Atlantis nicht, ich habe es noch nicht durchgespielt. Also, ja, es gibt ja jetzt dieses Spiel als Klassiker, also als Zusatz bei der Wii-Version vom neuesten Indiana Jones-Spiel. Ja, Prince of Persia 4D, das Kanban, Prince of Persia 2, nein, Prince of Persia 3 vielleicht, Sands of Time Trilogie 100%ig. Gut. Ja. Oh man, dieses Training ist so einfach. Wartet. Etwas. Einfach. Okay, hier ist es nicht mehr so simpel. Ups.
ja, Super Mario als Let's Play? Vielleicht, ich weiß es noch nicht genau. Funko Royal hat angekündigt, da würde sich ja Super Mario ranwagen. Ich will ihn nicht dazwischen funken, aber ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Super Mario World? Nein, habe ich nicht durchgespielt. Ja, ich weiß. Einige. Doch, doch, ich habe Super Mario World durchgespielt, aber irgendwie merkwürdig. Also, ich habe irgendwie ein paar Welten übersprungen, obwohl das nicht in meiner Absicht war. Ich wollte wirklich durchspielen, aber ich kam nicht weiter. Habe in meinem einen Level den Weg nicht richtig finden können und dann habe ich irgendwie, ja, etwas gefunden, um in die letzte Welt zu kommen. So, jetzt nur noch ein Trainingslevel und dann ist es geschafft. Training 5 ist doch jetzt hier. So. Ja. Okay, jetzt kommen die Fights hier. Ja, wir kennen die schon. Also wir können hier darüber nur lachen. Ja, schau. Angucken. Ja, dann macht es. Die Katze will nur spielen. Da will nur spielen. Das war noch nicht so hoch. Ja, ich dachte. Achso. Ah, nee. Ah ja, was ich noch sagen wollte, es gibt viele Prince of Persia Modifikationen, einfach ganz, ganz viele. Aber ich werde von denen keinen Let's Play machen, außer Prince of Persia 4D vielleicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, Prince of Persia 4D mit originaler Grafik oder Prince of Persia 4D mit SNES-Grafik. Ich kann das entscheiden, weil da das Spiel modifiziert wurde. Ich weiß es nicht, also ich entscheide noch. Ich tendiere eher, dass ich das, wenn ich das Spiel als Let's Play mache, dann zeige ich euch die originale DOS-Version, Grafik. Aber ich werde noch überlegen, vielleicht ist doch die SNES-Grafik doch besser. Ja, jetzt, hey, lass uns doch von so einem Anfänger doch nicht schlagen. So. Noch ein Gegner, noch ein Fight. Also sind lediglich nur zum Training, ist nichts Besonderes, ja. Ja, also mich freut es, dass wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann freut es mich auch. Ich würde gerne weitermachen mit dem Let's Play machen, ja, ja. Also ich muss noch hier mal wirklich ein dickes Lob an Funk Royal aussprechen. Wegen ihm mache ich das Ganze überhaupt. Ja, er ist schuld an diesem Let's Play. Sozusagen. Wow, 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 wow. Nein, nein. Wow, wow, wenn wir jetzt gestorben in dem Training, dann hätte ich meine ganze Ehre verloren. Also wirklich. So, sollen wir auch Jafar besiegen. Ja, fettes Dank an Funk Royal. Herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Let's Play angeschaut habt. Und ja, wir werden uns mal wiedersehen. Das ist 100% sicher. Nein, 99,99%. Okay. Bis dann. Keine Sünde. Bam, 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 bam.